Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir sind hier in der Orkfestung Morkatzburg. Und das, glaube ich, ist der Häuptling. Ich bin ein strenger Verfechter der alten Tugenden. Ja, Ehre, starke Taten. Gut. Ihr sprecht mit Larak, dem Häuptling von Morkatzburg. Morkatzburg. Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Oh ja. Oh, schön. Wir haben uns schon lange nicht mehr geprügelt. Dann mal los. Los, ihr hättet nie herkommen sollen. Das war gar nichts. Glückstreffer. Ja, der ist gar nicht so ohne. Ja, ist der ein anderer Häuptling als der eine von Lagerspur. Der hier. Das ist ein richtiger Häuptling. Das war's schon. Mehr habt ihr nicht drauf. Ja! Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Ja. Luftlöcher. Das war ein Luftloch. Das hat Pepe gerade gesagt. Ey, da ist ein... Ach so, das ist unser Gegner. Okay. Okay. Nee, weil da ein roter Punkt ist. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier einen roten Punkt hat. Ihr habt mich geschlagen. Einen Ork-Häuptling. Erstaunlich. Töchterchen, guck zu. Ja. Das habt ihr hier. Dankeschön. Gut, dann gucken wir es mal. Es ist garantiert auch eine Schmiede und bestimmt gibt es hier auch einen Bergwerk. Jo. Wenn ich hier reingekommen bin. Hier sind wir reingekommen, ja. Hier ist eine Truhe. Hier dürfen wir sogar reingucken. Na, wir sind ja Freunde der Ohren. Ah, Gold können wir nehmen, aber das lassen wir hin. Aber nur nicht so nötig. Brauchen die garantiert. Das haben die bestimmt nötiger wie wir. Wir haben über 500.000. Haben wir hier. Ach, sind sicher ihre Vorratsfässer. Ja. Hallo. Ein Schmied. Schmiedin. Sucht ihr nach Arbeit? Die Minen sind ganz in der Nähe. Ihr bringt mir Erz, ich gebe euch Münzen. Aha. Ja, danke. Na gut, aber was hast du zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Und Geld hat's ja auch nicht viel, das kannst du also. 522. Ich glaube, wir hatten was in der Größenordnung. Meinst du? Ja. Jo, der passt. Ja, gut. Können Sie gut brauchen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, sie ist ja Ihr habt den Ring wahrscheinlich Möge nicht Malak hat nötig. Euch beschützen. Ja, danke schön. Ihr solltet meine Mutter Scharampf besuchen, wenn ihr Heilmittel oder Gift benötigt. Alles klar, jetzt habe ich die Frau von dem Häuptling. Ja. Was habt ihr denn für eine Mine? Was kann man denn da holen? Wir gehen gleich mal gucken. Meine ich, dass wir reingehen? Also nur Gold und Silber interessiert uns. Ich arbeite in der Schmiede und in den Minen. Mutter sagt, dass es ihr und unserem Volk so gefällt. Oh. Na gut. Na, wenn die das sagt, die muss es ja wissen. Hopsa. Oh. Entschuldigung. Warum bist du da schon wieder alles Rattelliert er schon wieder. Also, da gehen wir mal gucken, was es da drin so gibt. Ja, ich mag die Ork irgendwie. Jo. Aber ich würde da, möchte kein Ork sein. Nö, sowieso nicht. Also das nicht. Ist ganz schön... Die Minen sind hart, aber Malak hat belohnt die sich der Herausforderung stellen. Aha. Die Minen sind hart, aber Malak hat belohnt die sich der Herausforderung stellen. Alles klar, wir haben es vernommen. Was gibt's hier? Harte Arbeit. Bis jetzt haben wir noch nichts gesehen an Erz. Der baut hier ab. Jeder Ork erlernt die anstrengende Arbeit des Bergbaus. Jeder verbringt Jahre in den Höhlen. Das wollte ich nicht. Ich muss Erz schürfen. Okay. Ja. Also Orichalkum gibt's hier. Ja. Können wir wieder gehen. Jeder Ork erlernt die anstrengende Arbeit des Bergbaus. Jeder verbringt Jahre. Hier gibt's auch Orichalkum. Alles nur Orichalkum. Die braucht man ja, glaube ich, für die Rüstung der Ork, für die Ork-Rüstung, ne? Ja, es könnte sein. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Wir sind doch von unten gekommen. Ja, dann gehen wir wieder unten runter. Aber nicht von hier.
Dann nimm doch einfach irgendein Ding hier. Ein Quest. Das hatte ich gerade vor. Ist ja wurscht. Oh. Da ging's raus. War gut versteckt. Ist ja ganz einfach, wenn man mal so einen Markt hat. Ja, aber es war trotzdem gut versteckt. Sagst du nur, weil du deinen Weg nicht gefunden hast. Ja, ja. Aber du hast ja recht, es war gut versteckt. So. Gut, dann dachte ich, geh mal nach Rift und da gibt's glaube ich noch irgendeinen Turm, den man nicht gesehen hat. Aha. Rift im südwestlich von Rift. Gucken wir doch mal. Da gucken wir mal. Also, wobei auch immer noch nicht drin war. Da. Südwestlich. Ja. Irgendwo hier. Ja, da gehen wir zur Kristallstollenhöhle. Da waren wir wohl auch noch nicht drin, wie es aussieht. Ach, stimmt. Da kannst du reingehen. Ja, kann man ja gucken. Ja, ist jetzt ein bisschen, und man weiß ja nie, was auf einen zukommt, aber wir wollen ja noch ein bisschen was machen, bevor wir dann ach nee, kühles Reden, ganz gleich. Diese Höhle ist eine mit Tieren, da gehen wir gar nicht erst mal reingehen können. Wir können sie befrieden und gucken, ob wir ach, ist ja schon drauf. Ja. Ja. Und dann. Oh, ist jetzt Ruhe. Ach, und du wolltest auch gleich kommen, du Teddybär, du. Ja. Aber wahrscheinlich sind ja noch Tiere drin, wie es aussieht. Aber weiß man wir nicht. Gehen mal gucken. Nichts da. Oh, leider kein Geweih. Und du weißt, wir waren da wirklich noch nicht drin, dann gucken wir erst. Du müsstest ja eigentlich abgeschlossen stehen, oder? Ja. Auf die Karte. Oh, hast du gesehen, da hängt in der Luft, da waren wir doch schon mal drin. Da waren wir drin. Hier raus, da brauchen wir nicht. Tja. Guck, wie das aussieht. Patsch. Geht ist ein Bär vom Himmel gefallen. Nee, da waren wir. Da waren wir. Ja, ich glaube, wir haben die ganzen Höhlen ja schon gemacht mit dem Bär. Ja, hier ist eine Festung, die kennen wir noch ja, gar nicht. Ja, da waren wir hin. Aber komm her. Aber dann kennen wir die noch nicht. Ja. Aber es ist komisch, dass er nicht abgeschossen steht. Ne? Tja. Da hätte man die alle töten müssen. Das haben die aber nicht gemacht. Das kann sein. Wenn da Bären drin sind, dann machen wir meistens Königsfrieden. Oder wenn da andere Tiere drin sind. Oh, es reicht schon ganz schön weit. Königsfrieden. Ja. Muss hier irgendwas sein. Mal sehen. In der Regel geht ja auch. Hier. Ach, wir sind ja schon hier. Ja, das ist alles nicht so weit. Das war ja wirklich nicht weit. Ich sag dir doch, das ist nie so weit, das ist ein Flug. So. Dunkellichtturm. Du musst da jetzt aufpassen, da gibt's glaube ich einen Kampf. Na gut, dann wollen wir mal speichern und gehen wir mal gucken. Dunkellicht. Was es hier so gibt. Sieht ja schon mal irgendwie. Dunkel war es, der Mond schien helle. Das sieht schon mal hexenmäßig aus. Ja, so. Dunkellicht. Hexenmäßig sieht es aus. Ja. Ey, da ist auch noch so ein Ding, was wir noch nicht gesehen haben. Was? Ein Denkmal. Dreh dich mal nach links. Da. Ja. Stimmt, das muss man bei Gelegenheit auch noch mitnehmen. Dann gucken wir doch mal. Was? Jetzt gehört ihr Elia. Mir. Elia. Elia, aber die kämpft gegen jemand anders. Elia. Aufpassen. Bei den Göttern. Hallo. Ich weiß, das sieht übel aus. Lasst es mich erklären. Gut. Aha. Ach, sie hat eine Frau getötet? Ja. Haben wir gar nicht mitgekriegt. Ich haben wollte gehört, es dass nicht sie tun, aber hat. Sie hat mich angegriffen, um mich am Gehen zu hindern. Aha. Ich kann einfach kein Teil mehr von dem hier sein. Von den Dingen, die wir hier tun. Böse, böse Dinge. Es reicht. Aha. Wir sollten eine Opfergabe finden. Eine menschliche Opfergabe. Ich sagte ihr, dass ich es nicht tun kann, also griff sie mich an.
Ich habe zu meiner Zeit hier furchtbare Dinge getan, aber niemals ein unschuldiges Leben genommen. Ich konnte nicht einfach jemanden suchen, den sie dann töten. Sohne sind das also. Die Initiation. Meine Mutter wird zu einem dieser Dinger. Damit will ich nichts zu tun haben. Diese Dinger? Bei den Göttern, ich kann nicht davon weglaufen. Ich muss sie aufhalten. Ich gehe dort hoch, um sie aufzuhalten. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber ich könnte eure Hilfe gebrauchen, wenn ihr helfen wollt. Ja, aber klar. Wir helfen doch immer. Klar. Gut, folgt mir. Wir müssen uns den Weg nach oben freikämpfen. Ich glaube nicht, dass es sich hier noch jemand anders überlegen wird. Gut, aber wir werden uns jetzt umgucken. Erstmal ganz langsam. Und denk daran. Erstmal den. Diesen. Ja. Um unseren Stand zu füllen. Ja, falls es hier irgendwie. Ja, wenn hier Hexen sind, dann kann man die ja gut benutzen. Gut, also denk dran, Elia ist zerbrechlich. Das gucken wir uns hier erstmal. Klar. Wie immer. So viel Zeit muss sein. Und wird schon mal. Ich meine, Begleiter haben wir nicht so gern. Und zwar haben wir ja diesen, was soll ich denn? Oder irgendwas erhalten, dass wir unsere Begleiter nicht verletzen können, aber erstmal glaube ich, dass sie nicht wirklich als Begleiterin irgendwie gilt, diese Frau. Oh. Ja. Aber sau schwer. Sau schwer. Ja. Karotten. Und danke. Dann haben wir festgestellt, dass es auch nicht immer, dass es nicht, dass es vielleicht nur für Sprüche gilt, oder? Ja, irgendwie so, also. Ich weiß ja nicht. Der scheint nicht so richtig zu funktionieren. Vielleicht funktioniert der nur ein Satz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich damit nicht so richtig froh. So, okay, sind wir rundum. Okay, Elia. Okay. Guck sie dir genau an, so sieht sie aus. Ja. Kann ich natürlich ganz schön schlecht von anderen unterscheiden. Haben sie aber hübsch beleuchtet hier die Treppe. Du renn doch nicht so. Was? Jetzt gehört ihr mir. Ah ja. Ach, ja, ist wohl weggelaufen. Bis ich die Waffen gewechselt habe. Ist sie schon tot. Ja, gut. Ich meine, bei Spinnen, das machen ist so mal wieder schön, ein bisschen Licht. Einen armseligen Dings wahrscheinlich hier. Ja, eben deswegen habe ich... Haben eine armselige Seele. Ja, deswegen habe ich auch den Bogen weggesteckt. Wir kommen schon. Ich hoffe, hier gibt es keine Fallen. Was? Was war das? Und da, wer ist jetzt ja, was? Hab euch. Ich wusste es. Mann. Ist das schon alles? Das ist die Hexe. Hoffe ich. Seele gefangen. Ja, ich verstehe, das ist verdammt schwer, mit ihr zu kämpfen, wenn die anderen auch so angezogen sind wie sie. Das ist ganz blöd. Aber ich glaube, sie hat ja was über ihren Kopf und die anderen haben ja wohl. Also die hat ja wohl. Kein so eine Haube oder eine Hut, wie heißt das auf Kapuze? Ja. Vielleicht kann man sich danach ein bisschen richten. So, das sieht gut aus, das auch, der auch. Na, den soll ja, der kann brauchen. Ja, oder die Armbrust. Ja, die braucht es am dringendsten. Gut. Kannst du mal speichern, dass sie noch lebt, ist ja ein Wunder. Aber guck sie dir an, sie hat auf jeden Fall immer so eine Kapuze auf. Ja, kann man nur hoffen, dass sie die Einzige ist, die eine Kapuze auf hat. Ja gut, also wenn es eine gibt, mit dir auch noch eine Kapuze, also es mehrere gibt, dann muss halt unglaublich vorsichtig sein. Ja, ist doof.
Die haben wir schon mal gemacht. Hast du den nämlich versehentlich. Ja. Das war gar nicht so richtig gut. Aber ich weiß auch, dass es ganz schön blöd war. Können wir brauchen. So, die hat mal angeguckt. Da geht's weiter, aber wir gucken uns erstmal hier um. Da war doch die Truhe, die haben wir doch schon angeguckt. Ja. Das mehr ist hier nicht, jetzt geht's noch einmal rum. Ja. Wir waren schon mal rundum. Stimmt's. Wo ist sie denn nun wieder hin? Da ist sie lang. Quack. Blödsinn. Ja, den müssen wir doch anmachen. Ich hab mich schon gewundert, weil der andere hat ja nach draußen ja, gefahren. Eben. Das war jemals nicht im gleichen Gebiet. Irgendjemand summt hier. Was gehen wir jetzt wieder zurück? War man nicht gerade hier? Ah, das ist ja, aber hier geht's weiter. Alles klar. Das wollen wir doch mal wieder speichern, dass wir sie wiedergefunden haben. Wir sind schon da. Wir haben nur einen kleinen Umweg gemacht, weißt du? Das macht Pepe öfter. Oh ja. Kann er gut. Und wenn was ich jetzt war das? Ich wusste es. Jetzt gehört mir. Da oben die Hexe. Au. Oh, 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 oh. Seele gefangen, da ist noch einer, ein Troll. Ja. Also ein Troll sieht ja noch nicht so aus, wie das ist einfach. Was macht denn hier ein Troll? Hat die ein Troll beschworen? So. Tja, Trolli. Das war's mit dir. Jetzt hat es sein Fett weg. Das haben nämlich jetzt wir. Dass das immer so düster sein muss. Aha. Geht da unten lang. Ich will aber erstmal hier gucken. Ab. Hilfe. Aha. Sehr interessant. Aber ich glaube wohl. Da hat jemand geschlafen. Ja, hier da geht das nicht auf. Nicht so. Mal gucken. Da ist auch da ein ist Schuh. Eine Falle. Sieht aus wie ein Schuh. Das nehmen wir mit. Was war das? Verkohltes Kieferfell. Naja. Naja. Gut, auch eine Gittertür. Und hier geht's rüber. Pass auf, das ist eine Falle. Hier, ja. Und nicht, dass sie dir was macht, die macht ja nichts, aber. Weiß ja nicht, müssen wir wieder sich umdrehen und gucken, wo unsere Freundin ist. Aber ich glaube, die ist nicht in der Nähe. Halt. Oh. Die ist irgendwo da unten. Unter dem Tisch. Aha. Ja, aber hier scheint auch kein Hebelkette oder sowas zu sein. Ist vielleicht auf dem Rücken. Ist vielleicht, ja. Müssen wir mal gucken. Also können wir uns merken. Brauchen wir uns nicht zu merken, glaube ich. Nee. Wenn es irgendwo einen Öffner gibt, dann sehen wir das schnell. Wir wissen ja, dass es der, dass der oben noch. Also das vergessen wir nicht. Das schaffen wir gerade. Da ist sie ja. Moment, ich muss mal wieder Licht machen. Speichern kannst du auch mal wieder. Jo, schadet nix. Man weiß ja nie, wann man seine beste Freundin erschießt.
kannst weiterlaufen. Wir sind da. Ja, ja. Na gut. Da war ja wohl nichts dahinter. Man kann ja mal gucken. Wie man seine Talentpunkte dann wieder anders vergibt. Schlüssel erforderlich. Ja, ja, wir sind gut. Ja da. Wir kommen schon. Hexenrabe voraus. Zieht am Hebel, wenn ihr bereit seid. Dann schlagen wir zu. Gut, machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ja. Hier ist der Hebel. Du hast ihn schon gesehen. Ja, da ist der Hebel. Ja, dann aber ich wollte mir das Zimmer vorher noch angucken. Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.